Moin Moin und hallo und einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Heute nochmal eine Runde Vollgeist mit The Sea und eventuell einem baldigen, Bube mit Bart. Aber dazu folgen weitere Infos. Also erstmal ab rein dafür. So. Bist du bereit, ja? Ich bin sowas von bereit. Beförderung jederzeit. Ich bin bereit. Bereit. Okay, was haben wir hier? Irgendwelche neuen Seasons? Oder irgendwelche neuen Outfits? Ne, ich denke nicht. Guck mal, ein ganz kleines bisschen lauter machen. Was war das? Husten. Achso, ich dachte gerade eine Katze oder so. Oh. Nein, nein, alles gut. Will ich doch hoffen. Warum sollte ich immer eine Katze haben? Dinge sind, können passieren, also. Viele Dinge sind möglich, ja. Eben. So. Einladen. Habt ihr eine Einladung gesendet? Ich habe keine geschickt, aber naja, okay. Ich kann auch annehmen, wenn du das lieber möchtest. Mir egal, ich bin schon dabei. Hab schon accepted. Nicht, dass du dich nachher noch beschwerst. Ich wehr mich immer. So, Soloshow drinne, Sprungbrett, weiß ich nicht, was das ist. Hexaton, ne, Du-Show drinne. Trupp-Show, ne, ne. Ich weiß nicht mehr, was die ganzen Modi waren. Trupp-Show ist halt 1 bis 4 Spieler, beziehungsweise zu viert halt gegen andere in einem Team oder halt 1 bis 1. Solo-Show halt alleine oder Du-Show halt zu zweit. Ja, also erstmal zu zweit machen zum Reingucken. Alles klar. Ready Denn Du-Show. Go, 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 go! Gefunden, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist immer schön, das ist immer nützlich, wenn die Runde genug Mitspieler hat. Ja, ja, auf jeden Fall, sonst wird es langweilig. Ja, ja, sagen wir dann. Ja, erzähl mal einen Schlag. Was willst du denn hören? Was Spannendes, ne? Ich war heute nur beim Sport. Sport ist gut. So, ich auch. Halt mit Basti und Marco viel Fortnite gespielt. Ja. Ach stimmt, hier gepuzzelt habe ich ja doch. Ich habe gepuzzelt. Bin wieder so ein bisschen im Pseudo-Puzzle-Fieber. Hatte von Jule so ein cooles Ottifanten-Puzzle bekommen. Ottifanten so gehen ganz immer. Vielen kleinen Ottifanten drauf. Ja eben, die sind mega geil. Und das hatte ich heute gepuzzelt. Heute eiskalt durchgezogen. Es waren auch nur 500 Teile. Also das ist so die Herausforderung, aber... Da würde der, mein Freund sich ein bisschen auslachen über 500 Teile. Aber, naja. Naja, wir hatten es mit Jule halt kostenlos so bekommen, also nicht geschenkt, aber nur halt mal so zum Puzzle nebenbei. Ja klar, man puzzelt halt ein Puzzle eh nur immer einmal. Eigentlich schon, ja. Ist halt wie ein Buch, das liest man halt auch nicht wirklich zweimal. Da fängt man an und sagt sich so, oh, ich kenne das ja eigentlich schon. Ja, das stimmt. Also von daher. Ja, das war so der Highlight. Der Highlight. Der Highlight. Das war der Highlight, Alter. Bei uns gab es halt lecker Kuchen. Ein befreundetes Pärchen war noch zu Besuch mit kleinem Kind. Quasi. Ja, das ist toll. Ja, ansonsten halt auch gefreut, einfach jetzt wieder daheim zu sein nach dem Urlaub. So, was ist denn hier los? Ja, das haben wir auch schon gefragt. Irgendwie mal kurz abbrechen, nochmal neu starten. Das dauert irgendwie schon ganz schön lange hier. Ja. Ah, ja, okay. Ja, den Spaß doch nochmal. Auf ein neues. Partie wurde gefunden. Ja, das wurde mir eben auch schon erzählt. Lügenpresse. Ist Folge ist eigentlich auch von Epic? So wie Fortnite? Ich glaube ja, weil ist ja im Epic Store. Ja gut, im Epic Store sind sehr viele Spiele, die... Ja, das stimmt, aber ich weiß gar nicht. Irgendwie, irgendwie ist mir so, aber ich weiß das jetzt tatsächlich auch nicht. Was sagt denn Dr. Google?
Fall Guys im Battle Royale Spiel, das von Mediatonic entwickelt. Und im August von Devolver Digital für Microsoft Windows und PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Nee, also nicht von Epic. Aber auch nicht aufgekauft, oder was? Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Das herausgeben als Epic Games, also die sind nicht, zwar nicht die Entwickler, aber die haben das mit gepublished irgendwie. Also die stecken da schon mit drin. Ja. Ja, wie gefühlt ja auch Bandai Namco in super vielen Spielen ja auch mit drin ist, wie bei den Souls 2. Ja, genau. Aber Fortnite wurde halt auch richtig von Epic mitentwickelt. Also. Ah. Die Steuerung, ich hab gar keine Ahnung. Du musst nur springen, jumpen und manchmal festhalten wissen. Wie war festhalten? Bei mir ist es die untere Schultertaste. Rechts. Aha. Und wenn man jetzt eine Tastatur hätte, so theoretisch gefragt? Fragst du einen Freund, ne? Das kann ich nicht sagen, weil ich spiele nicht mit Tastatur, sondern mit Controller, weil ich das ein bisschen entspannter finde. Nein. Also ist gut oder schlecht? Ich glaube, da ist es relativ egal. Aber ich gehe auch erstmal runter. Okay. Oh Gott, aber ich glaube, es ist schwerer durch diese Heslon-Bälle. Zumindest für mich. Ah, du bist schon sehr weit vorne, das ist gut. Oh ja. Vorhin war ich weiter vorne, aber ja, es könnte schlimmer sein. Ah, ich bin schon im Ziel. Okay, das war doch schon mal sehr schön. Ah. Go, Hendrik! Go, go, go! Nein, 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 nein! Es ist schön, dass du dich für mich mit aufregst. Das war so, du hast es nicht. Lass dich nicht verarschen. Jawohl. Easy. Na, welchen? Ich bin hier 13. Ja, kann doch viel passieren. Aber 7 Plätze runterzufallen ist schon schwierig. Hoffe ich. Tisch passiert da, so Keyboard. Guck mal kurz. C ist das bei mir. Na, wer hat das denn gemacht? Da hatte ich tatsächlich gestern mit Pushkin es geschafft, mal auf den ersten Platz zu landen. Insgesamt oder nach einer Runde? Die erste Runde quasi auf dem ersten Platz. Das heißt ja gar nicht. Nee, hieß es auch nicht. Aber. Ja, easy. Wir haben es aber geschafft. Gar kein Problem. Ja, jetzt hätten wir nie was anderes gemacht. Ja. Ich habe schon ewig keinen Fallgeist mehr gespielt, aber das ist ja gar kein Problem. Ich bin einfach Instinkt-Fallgeist-Spieler. Eben. Ist wie Fahrradfahren, verlernt man halt nicht. Nee, ja, das stimmt. Habe ich mir bei Dark Souls auch gedacht. Ein bisschen habe ich es schon verlernt. Ich habe vergessen, wie langsam das Spiel eigentlich war. Also der erste Teil vor allem. Alter. Ja, der dritte geht da halt noch, aber. Der dritte ist okay, zweite ist auch sehr, sehr langsam, aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, der erste Souls-Teil ist immer richtig langsam. Elden Ring war ja wirklich fix und auch flexibel. Sekiro ist was für ADHS im Vergleich dazu. Das auf jeden Fall. Aber ich hatte vorhin auch wieder ein Video von Sekiro gesehen, wo es irgendwie darum ging, auch um witzigerweise Bildung in Spielen, aber es hat ja natürlich nichts mit Bildung zu tun. Ist alles hätte ja mich jetzt gewundert, ja. Ging so darum, generell diese FromSoft-Formel. Mhm. Dass man halt sich selber was beibringen muss. Das Spiel erklärt einem nichts. Und da wurde Sekiro genannt als Beispiel, wo man ja auch nicht mal irgendwie sich hochleveln kann oder sich krasse Waffen holen kann oder sowas. Ja. Deswegen wurde Sekiro genannt. So, die Runde kann ich eigentlich gar nicht. Die sieht eigentlich ziemlich easy aus. Aber dadurch, dass es halt 3 Heslons sind, ja. Die man alle stetig im Auge. Blick behalten. Ja, ja. Kein Problem. Da kommt schon der erste angeschissen. Aber gar kein Problem, wieder reingekickt. Sehr gut. Ist es vielleicht besser, in der Mitte zu stehen? Also, ich persönlich finde ja, weil dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich getroffen werde, kann ich ja nicht gleich rausfliegen. Ja, ja, genau. Die Idee hatte ich jetzt auch gerade. Und bisher gibt der Erfolg recht. Ja. Muss halt nur dadurch ein bisschen schwieriger den Überblick zu bewahren. Wurde umgefahren. Aufstehen. Oh nein. Oh, jetzt bin ich raus. Ich nicht. Oh Gott, wie lange noch? 20 Sekunden. Oh, never ever. So lange noch, Arae. Und die Finger werden schwitzig. Schaffst du, Alter. Fürs Team. Wir sind eigentlich gut dabei. Nein. Das ist sicher so gut. Vorerst ausgeschieden. Aber ein Trupp nimmt noch teil, okay. Turmposition 2. Zweiter aktuell, alles gut, ey, gar kein Problem. Wie schlecht sind die eigentlich? Was für Loser. Ja, eben. Ah. Ihr Lappen. Deutschlands beste Let's Player. Und der Welt. Und der Welt. Endlich können wir es bringen. Endlich sind wir es wirklich. Es ist nicht mehr nur eine Aussage, es ist wirklich ein Traum wird wahr.
Und ihr dürft live dabei sein. Die besten Let's Player Deutschlands spielen. Und der Welt. Und der Welt natürlich. Ich finde es schön, dass wir das auch mal dazu sagen, obwohl es grammatikalisch überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, das dazu sagen, was ich eigentlich schon gesagt habe. Ja, das ist, so sind wir. Ja, das ist einfach grammatikalisch nicht sehr richtig. Wir sind einfach nie so richtig, ja. So, was ist das jetzt hier wieder für ein... Einfach nur rüberhüpfen und darauf achten, dass du halt bei dem Grünen nicht drüber springst, wenn halt das Rosane auch drüber über dir ist, weil dann kannst du nicht springen. Kommst da nicht okay. rüber. Okay. Easy. Ist eigentlich relativ easy. Also es wird halt mit der Zeit immer schneller. Okay. Dementsprechend wird es dann halt trickiger, den richtigen Zeitpunkt halt abzupassen, aber... Linke Umschalttaste war grabben, deswegen hatte ich mir das irgendwie gemerkt. Ey, lass mich los! Genau das. Ist da noch SpongeBob dabei? Ja, das ist auch ein, also hier gibt es auch, finde ich, ein paar sehr witzige Skins. Ja. Ist halt bei Fortnite auch krass, wie viele fucking Skins es da so gibt. Auch mega bekannte, so das halbe Universum ist halt dabei. Krass. Ja, ich weiß halt auch auf jeden Fall Naruto und so, ja, super viele halt Animes. Ja. Aber One Piece habe ich noch nichts gesehen, tatsächlich. Echt? Aber wird mit Sicherheit auch noch kommen. Oder ist es zu teuer, der Franchise? Ja, aber ich meine, wenn man hier so ein Goku und alles bekommt, das ist doch auch, das kostet auch scheiße viel Geld. Und läuft ja auch immer noch. Ich meine, One Piece läuft noch, aber auch Dragon Ball läuft ja alles. Ja, das stimmt. So, wird das auch mal schwer? Alles gut. Bitte? So klar. Ja, ja, man darf nichts sagen. Passiert. Was ist das? Was? Was für? Wer? Dinge sind geschehen. Wieso fliege ich immer 10 Sekunden vor Runde da irgendwo raus? Wie, du bist draußen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Was willst du von mir? Die Wahrheit. Jetzt bin ich schon wieder getriggert. Aber ich hab's natürlich fürs Team geschafft. Aber wir haben es trotzdem geholt. Easy. Ah, ja, genau, du natürlich. Ich hab nichts dazu beigetragen. Nein, hast du ja nicht. Bist du rausgeklont. 90% der Zeit dabei gewesen. Ja, Christoph leider nichts gemacht. Ja, wie sagtest du das doch schon immer? Das hat nämlich Putschkin gestern auch die ganze Zeit gesagt. Ob per Inch oder per Mile. Bester Spruch im Leben einfach. Mhm. Wie gesagt, irgendwann kriegst du ein Shirt von mir. Und dann ganz so, schlecht deinen Kopf auf Vin Diesel drauf geshoppt. Ja gut, den Körper, der passt ja schon. Da fehlt ja nicht. Da weiß ich nicht, was das ist. Avoid das falling ist... off the hoverboard and reach the finish. Aha. Ja, das ist ein bisschen tricky. Also da muss man halt ab und zu mal dann runter vom Board und dann halt aufpassen, dass das Board nicht zu schnell wegkommt. Ja. Und ganz viele Hindernisse. Was ist los? Aber wir bleiben auf dem Ding hier, das bewegt sich vorwärts. Ja, ja, genau. Und jetzt musst du dann halt über so eine Dinger da zum Beispiel gleich rüberhüpfen. Da kommt so eine Laserstrahlen. Davon was ist los? Wollte ich gerade sagen, darfst du dich nicht erwischen lassen, weil ansonsten wirst du halt sehr hoch geschossen. Oh, ich müsste mich mal ein bisschen schneller vorwärts bewegen, fällt mir gerade mal auf. Nein! Easy, easy, easy! Gar kein Problem gewesen. Ja, das war ein Problem. Das war ein Problem. Bist du noch drin? Du machst das. Nein. Oh nein, was ist passiert? Aber ich muss mir gleich mal meinen Controller holen. Ich weiß immer nicht, was besser ist. Also ich finde, Sonnenspiele sind tatsächlich mit Controller angenehmer. Ja, ich hoffe. Ach, hässliche Staubsauger. Ich werde hier definitiv nicht vorjumpen. Hier unten sieht eigentlich ziemlich witzig aus. Ja, ist er auch. Wird aber noch trickiger. Weil es gibt ja hier auch so eine Plattform an den Seiten, die dann runterfallen. Davon kommen am Ende noch ein paar mehr. Aha. Easy. Ich habe immer an die geglaubt. Nie gezweifelt. Ja, ich auch. Da sind noch sehr viele drin auf jeden Fall. So, jetzt habe ich keine Ahnung. Na, rechts noch, oder? Los, nicht auf mich hören. Das ist nichts Persönliches. Ich nehme den längeren Weg und gehe links rum. Wie gesagt, das ist nichts Persönliches.
persönlich. Oh. Easy. Ja. Aber flinke Füße? Ja, das wird jetzt immer tricky. Läufst du denn noch immer den weiten Weg? Lass mich doch! Okay, das wird glaube ich nichts mehr. Ja, das wird schwierig. Obwohl, hier ist ja das Hoverboard wieder, also alles easy. Gar kein Problem. Gibt's eigentlich irgendwie eine Truppposition, die weiterkommt? Weiß ich gerade gar nicht. Zwei von zwei, wir sind aktuell noch Zweiter. Wenn du es schaffst, ist eigentlich alles gut. Oh, Dritter, das ist nicht so gut. Und vorbei, habe ich mich qualifiziert oder nicht? Ja! Qualifiziert. Easy. Das ist das erste Mal, dass ich diese Runde geschafft habe. Also doch mehr rausgeflogen als erwartet. Ja, die können ja alle nichts. Stimmt, du bist ja jetzt wieder drin. Ja, wir reißen die Stimmt. Ich wollte gerade sagen, genau wie du. Oder mein Support. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wirklich jeder meine Anweisung torpediert hat. Weil manchmal ist das aber genau der Weg dann, ne? This is the way. Richtig. So, das, sowas kann ich eigentlich ganz gut. Das ist schön, dann regelst du. Du meinst so wie jede Runde? Was ist eigentlich das für eine Außenseite, der links ganz alleine steht? Pff, schlechte Aufteilung. Lass ihn mal bespucken. Er hat keine Freunde. Oh Gott, wie ist denn jetzt hier die Steuerung? Das spielst du mit PlayStation oder mit Xbox? Xbox kommt schon mal. Ja, dann kann ich es dir nicht sagen. Spielst du mit Xbox-Controller, ja? Mit dem Weißen immer so, ja genau. Der Tasten, ja genau, ja weiß es nicht. So war das gerade. Ja genau. Ich will dir nichts sagen. Ja, der ist scheiße, oder? Danke für nichts, ey. Kann mich nie jemanden festhalten. Komm mal her, hier. Hat er mich geschlagen? Das sollte eigentlich nicht gehen. Zumindest nicht meines Wissens. Ja. Alles gut. Das will ich doch hoffen. Hört hier niemals auf. Dieser Spaß. Hallo. Lass mich hier rüber. Ja, ja, wenn die anfangen zu grabben, wird's fies. Ja, die miesen Schweine. Nur weil die das Spiel nicht können. Echt mal. Müssen sie wieder andere mit in die Scheiße reiten. Nein! Du musst das jetzt rocken. Okay. Ach, wie immer. Oh, Chris, Bro. Das ist immer das Schönste. Einfach erstmal entspannt laufen. Platz, du Lappen. Aber jetzt wird es langsam ein bisschen schnell. Und Schleim kommt. Oh, stimmt. Das steigt ja alles. Ja, ja. Nein! Lücke gesehen! Ja, da ist es doch! Ah, schade. Ach, Mann, ey. So, auf wen setzt du? Wen geben wir denn hier? Der mit der Sonnenbrille. Der Brosame. Ah, ich gehe auf den Drachen. Der eigentlich schon so ziemlich im Matsch gerade. Ah, er hat sich gerettet. Obwohl, der Snowboarder ist auch recht gut. Noch drei Gegner. Also drei Leute. Oh, jetzt meiner ist weg. Ja, ich habe doch richtig gesetzt. Aufs richtige Pferd. Ist das ein Skateboarder? Der hat überhaupt nicht gewonnen. Nee, ich hab doch auf den Drachenkopf gesetzt, oder? Nee, doch nicht. Also, du hast Skateboarder gesagt. Nee, der Snowboarder ist richtig gut, sagte ich. Ja, aber das habe ich nur von dir gehört. Nee, aber ist ja trotzdem dasselbe Team. Also, die waren ja in einem Team. Da war ja das Team gut zusammen. Seht ihr das ruhig schön. Interessiert mich hier nicht der ganze Scheiß. Ich steig hier Level um Level um Level. Individualisieren. Jetzt irgendwas Schönes dazugekommen. Wunderschöne Outfits. Habe ich auch diese Fische? Hast du auch diese Fische? Ich hab die Haie. Haie sind Fische. Ja, das ist absolut korrekt. Dann habe ich diese. Ja. Noch irgendwas dazugekommen war. Ah, komm, das. So, versuchen wir es noch einmal im Team. Was heißt denn hier? Wir waren im Finale.
Ja, ja, ich. Wenn du nicht einfach rausgeflogen wärst am Ende, wären wir noch weitergekommen. Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld. Der, der das Team getragen hat. Auf seinen Händen. Bundra Run. Oh, kenne ich auf jeden Fall, glaube ich. Aber weiß ich nicht. Ich kenne nichts mehr von Fall Guys. Halt, wenn es immer startet. Ich dachte, Quit ist diese Intro-Sequenz quitten. Nein, man geht aus dem Spiel raus. Oder würde aus dem Spiel rausgehen. Ja, das ist korrekt. Habe ich natürlich nicht gemacht. Wie siehst du denn aus? Voll der fancy Helm, den ich gerade freigeschalten habe. Auf dem Weg, Geringverdiener. Das pöbelnde Volk. Opfer. Ein Lappen. Ja, wirklich. Schieb den Schneeball. Schieb meine kleinen Lakaien. Wurde eigentlich gerade immer größer oder kam mir das nur so vor? Das ist wie ein Penis. Das kommt dir auch immer nur so vor. Nee, nee, das ist schon wirklich so. Hui. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein Riesenskandal gewesen. Nein. Ich hasse es. Ach, hier ist ein Ventilator. Ah. Ja. Das hätte ich vorher wissen sollen. What? Man muss in die... Ich dachte, der schießt ja gleich rüber. Nee, nee, musst du stehen bleiben. Ah, easy. Ach, scheiße. Strengen Sie sich an. Ja. Mehr kann ich auch nicht tun. Oh, 21, wir sind raus. Echt? Ja. Oh, da ist ein Ausrufezeichen bei uns. Vielleicht kriegen wir ja noch Punkte. Nee, ja, genau. Weil die anderen so schlecht sind. Pushkin aus dem Nichts, unser dritter Mann. Und er holt uns Punkte. Der hat uns runtergezogen. Ja, das stimmt. Seine Präsenz. Dass er einfach auch auf diesem Kanal irgendwie was macht. Ja, ich glaube, wir können dann direkt raus. Ja, dann lass ich rausgehen. Macht doch alles keinen Sinn. Ich lag bestimmt nur an diesen Katzen und ich hätte sie nochmal wechseln sollen. Ja, wenn ich jetzt auch schon sehe wieder, ja? Furchtbar. Captain ist halt ein Captain. Ich meine Aufnahme nicht mal stoppen, wenn er sie so. Populating. Was ist das denn? Navigate the obstacles along the perilous racetrack and reach a finish. Ah ja. Keine Ahnung. Oh nein, ich habe gerade erfahren, dass unsere Couch erst Mitte April geliefert werden kann. Mein Gott, ey. Das ist Horror. Es wurde diese Woche schon um eine Woche wieder weiter verzögert und dann hat man jetzt einen ganzen Monat. Dann sollen sie uns wenigstens Rabatt geben. Alle haben sie lieber Probleme. So nervig. Oder wir haben die Januar bestellt, ne? Ja. So, was ist los? Hui. Geht's bei dir schon los? Ja. Ja, cool, bei mir nicht. Ach, deswegen war es so. Ich hatte kurz die Angst, weil du standst neben mir und dann auf einmal war der Platz neben mir leer und anscheinend hast du irgendwie einen Disconnect oder so. Ja. Weil eben warst du nicht mehr zu sehen auf einmal, das hatte mich schon gewundert. Vorgas Excel reagiert nicht. Programm schließen. Ah, schöne Scheiße. Ja, ja, du machst das schon. Ich bin gleich wieder da. Alleine, klar. So kann sagen, kannst du eigentlich gar nicht gewinnen, oder? Nicht, dass ich wüsste, ja. Aber vielleicht, wenn man Erster wird oder sowas. Keine Ahnung, ob die Punkte dann reichen unter Umständen. Aber als ob ich Erster werde. Nicht? Naja, 37 Punkte habe ich hier geholt, aber... Das reicht nicht. Naja, von dem musst du es ja auch in allen Runden machen.
Brocken. Wir sind 18. Na, damit sind wir raus. 17. muss man werden. Ich wollte gerade sagen, wir hat mir gerade auch noch gefallen. Oder sie genauso dazu, mein Lieber. So, das liegt alles an den Katzen und ich sag's dir. Ja, was du die immer noch ausgerüstet hast, so ich nehme jetzt mal. Ich nehme jetzt auf jeden Fall auch keine Angst. Ich würde mal sagen, die Aufnahmen bisher kann ich schon mal löschen. Was? Wir waren noch einmal im Finale. Ist sie das etwa nicht gut genug? Nein. Ja, gut, können wir mal lassen. Leute wollen nicht immer nur Menschen gewinnen sehen, sondern auch wie sie untergehen. Das ist richtig, ja. Man muss auch mal anderes zeigen. Das ist geil. So. Aber den Disconnect von dir muss man jetzt nicht unbedingt zeigen, glaube ich. Ja, das stimmt. Dann nimmst du jede Runde einzeln auf? Ja, ich mache das einfach, weil es mich dann besser zu separieren ist. Das sehe ich nämlich gleich auch so, da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch splitten im Nachgang oder so, dann kann ich das einfach so machen. Da habe ich einfach nur die Folge rein und eventuell noch was cutten oder irgendwas davor packen und alles so. Das ist ganz gut. Verstehe. So, mal gucken, wie schnell es jetzt wird. Oder ob man den ersten wieder abbrechen muss. Nee, das sieht gut aus. Ja, ach, die Runde ist cool. Die ist cool. Ja, du musst jetzt auf jeden Fall immer schön den Hechtsprung machen, damit du halt schön glitsch, also in einem Glibber rumglitscht. Auch wenn nicht schon slide oder nur einmal? Naja, du kannst, siehst doch da diese Sprungschanzen, da kannst du es dann nochmal drücken, damit du halt ein bisschen Speed gewinnst. Eieiei, jetzt kommen ja die Pro-Tipps, ey. Ja, du kannst auch rein theoretisch ein bisschen abkürzen, aber oh, ist schon schwierig. Geht es da auch nach unten oder was? Ja, du musst da hinten diese Kurve dann runternehmen. Das geht, glaube ich, über 3 Etagen oder so. So viel Spaß hatte ich noch nie! Oi. Au. Oh. Ich wurde abgedrängt. Von mir selbst. Das ist ungünstig. Ja, ne? Ach, Idioten! Ja, das wird nix. Oh, man muss nochmal springen? Ja, du musst springen und dann die Taste wieder drücken. Wenn du aufhörst zu glitschen. So, ich sehe dich. Hab dich überholt, also alles gut. Ich sage gerade alles gut. Also, du danke, siehst. Also ich wollte gerade sagen, diese Pfeile geben einem einen Boost. Gar kein Problem hier. Need for Speed, Alter. Need for Slime. Was ist eigentlich das Ende? Ach, hier. So, hab's geschafft. Wo bist du? Bin durch. Ah, ja. Aber 18 aktuell, mal gucken. Oh, ein Punkt gleich sogar. 19. Ja, die anderen, die kriegen keine 14 Punkte. Na? Ja. Aber geschafft. Sehr gut. Alles andere wäre ja auch Mumpitz. Der Nachteil, wenn man jede Folge einzeln aufnimmt, ist natürlich, was man auch daran denken muss, zu klicken, dass man die Folge starten soll. This is true. Dann nehmen wir ab jetzt auf. Ich hoffe nur, dass die Audio-Daten dann nicht so random dann irgendwie in irgendeinem Kontext einsetzen. Ja, aber das kann man ja entsprechend rauscutten. Dass ich dann sage, aber jetzt geht's los. So, und da starten wir mit der Runde. Fall Guys. Das müsstest du rein theoretisch auch bei jeder Runde sagen dann, ne? Eigentlich schon, ja. Hätte ich ja keinen Bock drauf. Ja, ansonsten macht man eben nur eine kleine, ja, was weiß ich, eine Minute Aufnahme ist doch okay vorher. Ja. Muss den Fans was bieten, ja? Ja. Reicht das nicht, wenn ich irgendwann mein Shirt ausziehe? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Glitsch dich durch, mein Kleiner! So, 5 Ringe haben wir schon. Wenn man runterfällt, kann man dann nochmal oder ist Schluss? Ja, irgendwann wird quasi die Runde wiederholt. Aha. Dann startest du quasi wieder oben. Achso, wir müssen 60 kriegen. Okay. Ja, genau.
Nein! Oben nicht geschafft. Sie. Ist von oben geiler, oder was? Da gibt's goldene Ringe, die geben mehr Punkte. Ja. Oh! Oder gefällt mir tief runter. Aber bisher ist noch keiner weiter, wo ich das gesehen habe. Ja. Jetzt das erste Team. Ja, die können ja nicht. Ah, jetzt kommen sie alle langsam. Ein noch, Hammer. Ja, easy. Brauch ich gar nichts mehr machen. Easy. Konnte ich mich zurücklehnen. Ja, weil ich ja die goldenen Regeln mitgenommen habe. Goldenen Penis. Kochring. Weg mit euch! Hier. Ein Glück sage ich immer, meine Videos sind nicht für Minderjährige. Ja, das würde ich auch nicht auswählen, man weiß es ja. Genau. Hast du das pauschal gesagt oder machst du es für jedes Video einzeln? Ich sag das pauschal, also du kannst ja dann nochmal explizit ab 18 angeben, aber ich halt quasi nicht für Minderjährige. Bist du immer die Dongel, ich meine, ich trinke ja auch hier ab und zu mal irgendwelche Erfrischungsgetränke. Ja, da weiß ja keiner, was das ist. Naja, wenn ich die braune Flasche hebe schon. Die braune Flasche. Ja. Ich habe einfach nur noch welche bunten Getränke in meinem Glas, da weiß keiner, was das ist. Das ist das Spielbein überhaupt. Wir müssen den Pinguin festhalten, das klingt brutal. Ja. Und dann zählt quasi die Zeit, wer den am längsten hatte. Okay. Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn verloren. Da oben ist er. Rot hat ihn, die Schweine. Schnapp ihn dir! Gibt's hier nur einen Pinguin? Nein! Weiß ich nicht. Oh, Gelb hat ihn schon. Ah, okay, wir sind in einem Team. Also, wir sind mehrere in einem Team. Ja! Gelb. Der eine hält die gerade ewig. Ja, ist doch super. Brauchen wir. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich grabbe. Ah, hier. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich bring unser Team zum Sieg! Wo bist du? Da! Nein! Schnapp ihn dir! Bambini hier, ey. Ja, wieder Gelb. Ja, Gelb gewinnt easy. Ey, Leute, wollen gerade nicht mehr machen, ey. Ja. Der Pinguin entkommt. Da musst du den unseren eigenen Mann festgehalten. Das ist auch okay. Nix da. Lassen Sie ihn los. Tierquälerei. Pinguin-Polizei. Naja, Blau holt ganz schön auf. Und Rot auch. Oh Gott. Scheiße, die haben ja schon viel Punkte und die haben immer Punkte, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Da oben ist die ganze Zeit so eine blaue Tropfen. Ah, ja, ja. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Loslassen! Gib, 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 gib! Ich hatte ihn kurz. Ah. Lass mich durch! Ich bin Pinguinarzt! Ich habe ihn! Sehr gut, hier wird noch gekämpft. Jawohl! Einer von uns hat ihn. 83. Ja, sieht doch jetzt schon wieder gut aus. Ja, papalapap. Können ja alle nix. Da fallen sie wie die Fliegen. Weil die Blauen waren mir schon ein bisschen zu aggressiv teilweise zwischendurch. Ja, ich weiß auch nicht, was sie wollen. Aber es ist immer so, ne? Hm. In der Geschichte der Vollgeist-Menschen. Auch war immer ein bisschen komisch. Mit denen will man es irgendwie nicht so. So, greif mit der 2. Mit dem Schwanz. Oh Gott, das hasse ich. Wenn die Timer runs out. Oh Gott, auch noch sowas. Soll erst am Ende eigentlich aktiv werden. Mhm. Gott, die Runde sieht auch sehr anstrengend aus. Vier Farben. Wie sind das? Sind vier. Rot. Da sind schon mal drei, da sind drei, die anderen sind auch vier. Ich hab einen Schwanz. Ja, reicht ja, wenn du einen hast, ne? Ich hab auch einen. Endlich.
Kann ich mich hier irgendwie verstecken? Jetzt habe ich mir auch schon überlegt. So, hier oben ist eigentlich ganz chillig gerade. Nein, da kommt einer. Lass mich in Ruhe. Ist das sein Skin, was der da hat, oder ist das schon so ein Schwanz? Wenn der blau ist, dann, oder halt die Farbe von dem Charakter, dann ist das Skin. Ich habe nämlich meinen verloren, weil ich nicht wusste, ob das sein Skin ist. Oder? Bei mir ist ein grüner. Mit Schwanz. Man denn den Schwanz von denen? Indem du greifst einfach. So, 10 Sekunden noch, ich müsste den mal langsam kriegen. Oh Gott. Oh Gott, hier fallen sie ja jetzt auf einmal überall. Ja, ich habe meinen auf jeden Fall relativ lange, würde ich sagen. Ja, ich habe einen noch. Sehr gut, sehr gut. Genau eine Sekunde verschlossen. Oh, schade. Das war's. Ach, krass. Ja, war unser Team gut, ein Glück. Na klar. Du hast ja auch noch ein Glück. Ja, das stimmt. Ich hatte ja auch einen Schwanz am Ende, weil ich einfach so schwanzerig bin. Und ich hatte eigentlich die fast ganze Runde ein. So, springen über den Drehbalken. Ach, das schon wieder. Ja. Na, ja, dann hatten wir eben relativ easy gemacht. Ja, jetzt weißt du ja, wie es geht. Ja, das ist halt jetzt, glaube ich, die Endrunde, oder? Noch nicht? Nee, das ist, glaube ich, noch nicht Finale. Besten 4. Gott, das wird anstrengend mit diesen Scheiß-Dingern, die hier noch geschossen werden. Was? Die wird immer noch beschossen? Ja, ja. Das ist ja ein Skandal. Hallo, Hendrik. Hallo und tschüss. Wieder Zeit zum Wechseln. Ja, ja. So langsam wurde es Zeit, man muss ja hier aufpassen. Ich wollte gerade schon so meckern. Ich immer nur meckern hier. Bitte? Ich werde geschliffen! Ja, ich hab's gesehen. Ich... Oder, ey, das war wirklich. Nein. Oh, schade, vorerst ausgeschieden. Ja, vorher sind wir definitiv raus. Also das. Was haben die an 5. und 6. auch schon raus? Die kriegen gerade keine Punkte mehr. Also. Im Endeffekt. Ich glaube, da ist nur noch einer oder sowas. Ja, easy, gar kein Problem. Wir haben uns gezweifelt. Wenn die anderen halt noch schlechter sind, ne? Ja, wirklich, also waren wir richtig gut, glaube ich. Ja, das sowieso. Stand ja nie außer Zweifel. Ja, das stimmt. Ja. Raus mit euch! Pöbelndes Volk, pöbelndes Volk. Ja. Jetzt kommt das Finale. Finale. Was ist das jetzt? Avoid jumping on the pattern type. Kraken? Kraken. Only one can survive the Kraken. So, was muss ich machen? Avoid jumping on the pattern tiles. Aha. Die mit Muster darf ich nicht berühren. Habe ich das richtig verstanden? Es sei denn, du willst, dass der Gegner dann runterfällt. Noch verwirrt. Muss ich hier sowas machen? Ja, es wird auf jeden Fall irgendwann weniger von den Kacheln. Ja. Dieses Quadrat da hinten wahrscheinlich geht jetzt weg. Aber auch aufpassen, dass du nicht ins Wasser fällst. Ja. Weg da! Der kann den schlagen trotzdem. Ja, ja. Der nimmt quasi alles in den Bereich dann. Das wusste ich nicht. Aber du lebst noch. Also alles easy. So, grün verschwindet gleich.
I'm still alive. Nein! Oh. Du schaffst das, Chris. Das hier? Spring, spring, spring! Ja, ich wollte ja, ich wollte ja! Kacke. Zu spät gecheckt, dass das auch wackelt. Ja. Ach, wir waren tatsächlich mit denen die Letzten. Anscheinend. Ja, ich habe gesehen, da sind schon vier oder so rausgeflogen. Kann auch sein, dass wir echt Zweiter am Ende waren. Ah, ärgert. Erstmal reporten hier, die cheaten dort. Mm, absolut, vor dem Befolger, die ganzen da cheaten. Schade. Stop recording. Ja, die können wir auch. Wer ist immer dann so benannt, die kann ich dann irgendwie rausweichen. Ja, 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 ja. Erste Runde fehlt. So, noch eine Runde würde ich sagen und dann reicht das auch erstmal wieder für so eine kleine Aufnahmerunde. Dann können wir überlegen, ob wir noch was anderes machen oder nicht. Nochmal du? Was? Nochmal du oder Solo? Wie du magst, können wir schon mal du machen. Na dann. Das Spiel bricht immer so abrupt ab. Ich denke immer, das ist irgendwie abgekackt. Aber dann gehe ich nochmal kurz in die Küche. Okay. Lauf. Partie gefunden, warten auf Server, Partie mit 60 Spielern gefunden. So, Runde wird geladen. Ist wieder die komische mit den Frosch-Dingern, die einen nach oben schießen. Hilft dir alles nix. Denk an diesen Red Bull Drink, Erdbeer, Aprikose oder so ist das. Hm. Geht klar, kann man trinken. Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Ja. Und ich trinke nur das. Natürlich. Pur, so wie ich es liebe. Ey, dann könntest du dich hier eventuell bald von Red Bull sponsern lassen. Ja, absolut, ja. Klar, die sind ja jeden Dreck. Und absolut. Wasser. Ja. Das war das, wo ich das Ende nie verstanden habe. Ja, das ist auch ein bisschen eigen. Ich weiß, nein! Ich auch. Und dann bin ich hier, wo ich... Ja, ich bin da, wo du bist. Ich krieg das nicht hin. Musst du jetzt zweimal auf derselben Plattform hüpfen. Ja, ja, das war ich auch schon. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Ich hasse diese Schwebedinger. So, das ist schon mal geschafft. Boah, ich dachte schon, du bist voll gut. Das denke ich bei jedem Spiel. Also, geh über den Rand, geh über den Rand. Also, wir sind schon 17. Ja. Ich glaube nicht, dass es noch was wird. Ja, das ist eine Einstellung. Ja, dann mach doch. Dann sei doch einfach gut. So, 31 Punkte doch geholt, das reicht doch wohl. Dann mach doch nicht mal ein Ziel! Nee, deswegen sag ich doch. Ach Gott. Aber wir sind 12. tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, du musst ja nicht der Beste sein, du musst einfach nur noch blödere finden, die schlechter sind als du. Guck mal, wenn ich mir KM030 angucke, das ist ja nix, was der macht. So, ich bin bei Brave Team 252. Der wirkt jetzt auch nicht so kompetent. KM030 ist gleich durch bei mir, hat er sich noch irgendwie geschafft. Nee, der ist gerade freiwillig bei mir in den Tod gesprungen. Ron Maney ist auch richtig schlecht. Puppi.algk ist auch nicht so der Stärkste. Ja, da bin ich. Oh Gott, der ist ja richtig weit hin. Der hat jetzt auch, glaube ich, keinen Bock mehr. Oder? Ja. Rennt der falsch rum? Ich weiß nicht, was er macht. So, sind die einfach doof, sind die Spots? Oder sind das kleine Kinder, die einfach nur so ein bisschen hin und her spielen? Ja, keine Ahnung. Sind sie einfach besonders?
Sind sie besonders auffällig? Mhm. Verhaltensauffällig, ja. Das ist ziemlich tricky tatsächlich. Du siehst ja unten in der Mitte da diesen komischen Punkt und von dem aus geht eine Linie, die zu einem von den Portalen führt. Und damit kommst du halt immer auf eine nächste Ebene, bis du halt irgendwann im Ziel bist. Ja, easy. Ja. Okay. Aber das Problem ist halt, die kreuzen sich irgendwann, deswegen weiß man eigentlich gar nicht, wo genau. Zumindest geht's mir so. So. Muss man in der Mitte anfangen oder geht auch woanders? Ich würde sagen ganz rechts, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Das sieht gut aus. So. Das sieht nach dem Portal hier aus. Siehst du mich? Ja. Genau. War das jetzt richtig? Ich bin im selben gelandet. Dann war es nicht richtig. Der war auch nicht richtig. Ist auch nicht so richtig hier. Dann gehe ich in den nächsten. Der ist noch nicht so richtig geschissen. Nee. Jetzt, ich habe irgendwo gefunden. Ich glaube, es war relativ rechts, wo eins. Was heißt denn relativ rechts? Da war eins daneben. Ja, ich hab's. So, wo geht denn die Masse hin da hinten? Ich hab's noch nicht verstanden mit dem Kreuzen. Ich dachte, ich bin eigentlich beim Richtigen gewesen. Du, ich verstehe die Gänze hier auch immer nicht. Dann habe ich es nicht gecheckt, wie das funktioniert. Dann muss doch jetzt aber das hier sein. Ah, das war's auch. Hey, wo bist du? Hier war ich doch schon mal. Okay, war das. Das war falsch. Hast du das Richtige? Ja. Okay, dann geh ich da rein. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich dir erklären soll. Nee, ich hab dich gesehen, wo du rein bist. So. Da sind wir beide. Hast du eine Ahnung? Das hier muss es sein. Wo ich jetzt hier bin. Ja. Aua, voll mit dem Kopf auf. So, und jetzt? Das hier. Ja, das ist es. Sehr gut. Easy. Hm. Wir sind raus. Verdammt! Easy. Na komm, eine Runde geht noch. Eine Runde. Ja, können wir rausgehen. Ja. Leave the shit out of it. Shit out of it. Go, go, Power Ranger. Aber ja, mit der Captain Mütze klappt es wieder alles besser hier. Das stimmt. Partymeile. Uiuiui. Ja, die Runde geht, finde ich. So alt für den Scheiß. Das sowieso. Wir sollten mal wieder Party machen. Hast du Lust auf Party? Party? Hast du Lust auf Party? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Lust auf Party. Hast du Lust auf Party? Oh Gott. Ich brauche ein Spongebob-Kostüm. Ich weiß. Ja, ich will Mr. Krabs. Oder Thaddeus. Ich weiß nicht. Beide, so eine Mischung aus beiden. Oh Gott, das klingt widerlich. Ein Kraken-Oktopus. Mhm. Kraken-Oktopus? So, the way to go. Ist egal, in welches. Achso. Und jetzt in die Mitte. Jawohl. Hier. Einfach immer mir nach, einfach immer mir nach. Follow the Urlaub. Und jetzt springen.
Ich bin jetzt hier raus. Ah, jetzt gesehen in die andere Richtung. Kranke Scheiße. Ja, ja. Ich bin dir zu jedem Ende. Das will ich doch hoffen. Egal in welche Röhre. Schieb die Scheiße an. Ah, jetzt beweg dich. Scheiße. Wo sollte man hier sein? Ah, easy. Easy. Was? Was? Ich check's noch nicht. Wenn das schwingt, muss ich irgendwie. Ich geh in die Mitte. Du bist durch? Nee. Okay, es klang gerade so. Hat er da einen Punkt nicht getroffen? So, ich bin durch. Ja, sicherlich dreht sich das genau vor mir um. Bin ich auch durch. Sehr gut. Könnte schon wieder enge werden. 19. Ja, noch 20 Sekunden, da kann noch viel passieren. Aber die sind auch sehr unfähig, viele. Oh, Leute, seid nicht gut auf einmal. Ja, wenn noch einer durchkommt und hinter uns, dann. Vorbei. Nee. 20. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und jetzt hätte disqualifiziert dastehen müssen. Ich hier wieder Rage Ding. Oh, ein Cuphead. Was, wo? Unten. Ich hab's nicht gesehen. Ach nein. Hoffentlich kommt er weiter. Ach nö, da haben wir das jetzt mal geschafft, Hendrik. Hab Mut. Das ist gar scheiße, gut jetzt. Wir sind aber beide rausgeflogen, ne? Ich hoffe, das weißt du auch noch. Oder? Nee, mein selektives Gedächtnis sagt mir das nicht. Oder hab ich's geschafft? Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast. Also ich bin rausgeflogen auf jeden Fall. Wo ist denn jetzt die Kapette? Der ist vorne, im Kreise. Da wo alle sind. Ja. Ist ja nur ein Rhino, ne? Ist doch ganz einfach. Also so doof muss man ja erstmal sein, sich von einem erwischen zu lassen. Ja. Aha, der hat den einen gefokust. Das ist True Terror. Ja, absolut. Das ist der wahre Horror. Was willst du bei mir? Geh weg! Ey, der fokust mich. Bleib einfach am Leben. Das ist ein allgemein guter Ratschlag. Ja, ich weiß. Geh einfach. Ich seh's, aber geh einfach in die Mitte. Da kann er irgendwann zwangsweise einen anderen attackieren. Genau. Lass die Masse einfach vor dir stehen. Das klappt bei mir auch ganz gut. Lass mich los, Nitschel. Oder wie du heißt. Nitschel. Ja, easy. Einfach die anderen als Bauernopfer vorschicken und gut ist. Kann man denn das verkacken? Ach, da ist Cuphead. Sorry. Ja, und Cuphead ist auch noch drinnen mit SpongeBob. SpongeBob ist auch noch am Start. Zweimal, ja. Ein Wikinger. Ja, Wikinger gehen immer. Okay, die kenne ich nicht. Was? By throwing blast balls to knock off the... Man muss Bälle schmeißen auf andere. Ja, die explodieren mit der Zeit. Die gehen, lassen so einen Ton los und dann wird er immer schneller. Und ja, dann solltest du ihn möglichst vorher losgelassen haben, damit... Okay, das ist quasi jetzt schon die Finalrunde, oder was? Ich glaube nicht. Nee, die besten 8 kommen weiter, steht da. Ich hab einen Ball. Ja, cool. Und du? Halt, wie gesagt, früh genug loslassen. Der fliegt dann automatisch weg, wenn man ihn loslässt, oder was? Ja, genau.
Wikinger hat es auf mich abgesehen. Und er hat mich erwischt. Hast du mich gerade rausgekickt? Die einen sagen so, die anderen so. Wir haben einen Imposter. Ich habe zwei andere runtergekickt, also so ist nicht, ja. Ja, also bleib einfach im Rennen. So. Komm her, Kapett. Oh Gott. Bin ich los? Ach, alles gut. Aber Kapett lebt noch. Sehr gut. Oh, eingelocht hat er ihn. Sind hier noch andere da oben? Aber wir sind aktuell noch Position 12. Da keiner zu mir kommt. Ja, aber könnten trotzdem Wasser. Rausfliegen. Das Wasser steigt ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bisher auch nicht. Hau ihn da hinten noch raus. Ach, schade. Ja, der ist schon weg. Ja, ich wollte ihn eigentlich haben, aber der ist zu weit weg. Ich glaube, musst du tendenziell Richtung Mitte gehen, oder? Ja, naja, ich glaube, das ist besser. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist so ein Skandal gewesen. Aber den Hammer hast du schon gesehen, oder? Ja, aber ich dachte nicht, dass der mich da trifft. Meinst du? Ja, obwohl ich nächstes Mal länger drin. Obwohl, ich weiß halt nicht tatsächlich, wenn jetzt alle hier noch irgendwie rausfliegen, ob wir dann nochmal aufsteigen können. Ja, wie denn? Die Punkte haben sie ja alle schon. Ja, das stimmt. Wir sind ja jetzt schon, wir kriegen ja keine mehr. Ja, komm. Ja, können rausgehen hier. Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich hab da nur so viele gesehen, sie ist hingeschossen und dann so, oh, da bist du. Aber ich hab da noch zwei andere mit rausgekickt, also das ist ja interessant nicht. Ja, naja. Also, ich sag dann erstmal House of Rin und man sieht sich und hört sich dann bei einer nächsten Runde. Bis denn. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.